Was wir auch hier aus dem Hadith entnehmen, das ist auch interessant. Als er zu dem Alim gegangen ist und ihn über seinen Zustand gefragt hat, hat er ihm erstmal mitgeteilt, dass es nicht zwischen ihm und der Tauba steht. Zweitens, er hat ihm aber auch einen zusätzlichen Ratschlag gegeben, der ihm dabei helfen soll, auf seinem neuen Zustand zu verharren. Der neue Zustand ist eben dieser Wille, der Wille, seine Vergangenheit zu bereuen und sozusagen einen neuen Lauf zu machen. Er hat ihm dazu einen Ratschlag gegeben, dass er seinen Ort ändern soll. Weil die Gemeinschaft, in der du bist, sie ist ein Teil von dir und ein Teil von deiner Persönlichkeit. Sie hat dich mitgeformt. Das kann dein Haus sein, das können deine Freunde sein, das kann deine Nachbarschaft sein und deine Umgebung, je nachdem, wie man mit ihnen lebt und in welchem Ausmaß man Verhältnis mit ihnen bezieht. Aber sie sind ein Bestandteil deiner Persönlichkeit. Sie haben dazu beigetragen, dass du das geworden bist, was du bist. Und deswegen sagt er, wenn du hast diesen Willen jetzt, und das ist nämlich ein sehr wichtiger Punkt, viele Menschen, die sich vornehmen, etwas zu machen, die sich vornehmen, sich in irgendeiner Art und Weise zu ändern und auch die ersten Schritte machen, werden von ihrer Gemeinschaft wieder zurückgezogen. Deswegen empfiehlt er ihm, er sagt, geh, verlasse den Ort und geh an diesen und jenen Ort. Dort sind Menschen, die Allah Ta'ala dienen. Und das zeigt uns auch nochmal, das sind Sachen, die muss man eigentlich gar nicht sagen, das sind Selbstverständlichkeiten. Aber nur so, manchmal erwähnt man derartig zur Erinnerung. Er hat ihm gesagt, dass er zu dieser bestimmten Gruppe hingehen soll. Das zeigt uns auch auf der anderen Seite den Effekt und den Einfluss von einer positiven Umgebung, von einer positiven Bekanntschaft und dass das Ganze sich auf dich abfärben wird. Deswegen gibt es in der arabischen Sprache einen ganz schönen Ausspruch, der sagt: As-Sahib Sahib. As-Sahib ist dein Begleiter, dein Freund und Partner. Sahib heißt, der dich zieht. Der Freund zieht. Der Freund zieht dich in seine Richtung. Der Freund zieht dich zu seinen Gewohnheiten. Zu seinen Gewohnheiten. Und deswegen sieht man das teilweise, dass Menschen, das hat nichts mit Nifaq zu tun, wie manche denken, dass das Heuchelei ist und so. Das ist einfach der Einfluss der Gesellschaft und der Umgebung. Manche Menschen, du siehst sie, und das ist besonders dann der Fall, wenn sie noch nicht ganz ausgereift, sind in ihrer Gedankenwelt, in ihren Ideen und Vorstellungen über das Leben, haben keine festen Aussichten und Ziele. Du siehst, ist er in dieser Gesellschaft, passt er sich an sie an. Ist er dann in einer frommen Gesellschaft, passt er sich wieder an sie an. Das hat nicht unbedingt damit zu tun, dass er heuchelt oder so. Das ist einfach der Effekt der Begleitung, der Begleitschaft. Ja.